Heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen und zwar um die Ontology Blockchain. Der Coin hat sich zuletzt hervorragend entwickelt, also ein Kurszuwachs von über 100%. Im Februar waren es noch 0,50 US-Dollar und zuletzt ist der Coin teilweise auf über 1,40 US-Dollar gestiegen, bevor er jetzt eine Konsolidierung eingesetzt hat. Und Ontology hat Neo von der Marktkapitalisierung her sogar überholt kurzzeitig. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist Ontology besser als Neo? Genau das schauen wir uns gleich nach dem Intro näher an. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Crypto Report. Mein Name ist Alexander Mittermeier und bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Ontology ist zuletzt sehr, sehr stark gelaufen, gehört mit zu den Gewinnern in den letzten Monaten und kurzzeitig ist der Coin sogar an Neo vorbeigezogen und auf Platz 16 oder so vorgerückt. Und jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, was sind die Gründe für diesen massiven Zuwachs und was steckt eigentlich hinter der Ontology Blockchain? Also Ontology hat sehr viel gemeinsam mit Neo. Unter anderem steckt hinter beiden Firmen die Shanghaier Blockchain-Firma Onchain. Die hat also beide Projekte entwickelt und Ontology ist eher auf Unternehmen ausgerichtet, während Neo sich zuletzt eher auf den Spielemarkt konzentriert hat, möchte ich einmal sagen. Und Ontology teilt aber den gleichen Konsensus-Algorithmus oder zumindest einen ähnlichen Konsensus-Algorithmus wie Neo, nämlich Byzantin-Faultoleranz. Und damit sind Transaktionsgeschwindigkeiten also von 5.000 bis 10.000 Transaktionen pro Sekunde möglich. Also ist sehr, sehr schnell Ontology. Und was beide Coins noch gemeinsam haben, sie haben ein Zwei-Token-Modell. Und das bedeutet, es gibt diesen Ontology-Coin und es gibt Ontology-Gas. Und beide Coins sind auf 1 Milliarde Einheiten begrenzt und jeder Ontology-Coin generiert im Prinzip die nächsten 18 Jahre Ontology-Gas. Also das muss man wissen. Das sind beide Coins, die passives Einkommen ermöglichen und das Ganze funktioniert offline. Also ich muss nicht mit meiner Wallet irgendwie online sein, sondern das Ganze funktioniert tatsächlich auch offline. Nur der große Unterschied ist, bei Neo muss ich nichts weiter tun. Da geht mein Gas automatisch sozusagen auf die Adresse ein. Während bei Ontology ist es so, dass man immer wieder sozusagen die Adresse pingen muss mit einem Coin. Da muss Ontology, das Coin ist nicht teilbar. Es gibt nur ganze Coins, entweder 1, 2, 3, auf die Adresse schicken. Nur dann kann ich meine Ontology Gas sozusagen andienen, redeem, also ernten im Prinzip einfach, dass meine Coins dann oder Ontology Gas dann gut geschrieben werden. Um das geht's. Also ich muss immer wieder von Zeit zu Zeit Ontology Coins auf meine Adresse schicken, damit ich dieses Ontology Gas ernten kann. Warum ist es so? Ja, Ontology möchte damit erreichen, dass diejenigen belohnt werden, die aktiv an dem System, Ökosystem teilnehmen, beziehungsweise Coins hin und her schicken, beziehungsweise Coins dann natürlich empfangen und die können dann natürlich auch öfters dann Coins ernten sozusagen, Ontology Gas ernten. Und wenn ich so einen Claim-Prozess mache, dann habe ich hier Kosten von 0,01 Ontology Gas. Also ich muss hier schon Gas auf meiner Adresse haben, Ontology Gas auf meiner Adresse haben, damit ich diese Coins dann ernten kann. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist Ontology, was macht Ontology so besonders und was ist der Unterschied so jetzt zu Neo? Also ähnlich wie Neo ist auch Ontology eine Blockchain oder ein Blockchain-Projekt, auf dem Smart Contracts laufen können und auf dem auch dezentrale Anwendungen, also diese sogenannten dApps, gehostet werden können. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was Ontology kann. Ontology hat sich, wie gesagt, speziell auf Unternehmen konzentriert und möchte mit seinem modulartigen Aufbau dazu beitragen, dass Unternehmen ihre bestehenden Anwendungen auf die Blockchain holen können. Und das bedeutet, dass ich
diese Blockchain-Module speziell an meine Bedürfnisse anpassen kann. Also Ontology stellt Tools bereit für Unternehmen, damit diese ihre Anwendungen für die Blockchain vorbereiten können, sozusagen. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn Ontology ja, konzentriert sich auf das Management von Identitäten. Also da geht es sehr viel um Trust, also Vertrauen, und um Vertrauen aufzubauen, ist es halt notwendig, dass bestimmte Assets ja, kopiergeschützt sind, spezielle individuelle Identitäten zugewiesen bekommen, damit diese nicht verfälscht werden können. Und da ist Ontology relativ stark in diesem Bereich. Und zwar geht es hier nicht nur darum, dass ich Identitäten Personen zuteilen kann. Das geht mit Ontology Int sozusagen, das ist ein Dienst sozusagen von Ontology, sondern es geht auch darum, dass ich Assets oder wie zum Beispiel Filme und andere digitale Dateien einzigartige Identitäten zuschreiben kann. Und das soll halt dazu beitragen, dass diese Assets dann mehr oder weniger kopiergeschützt sind und dann nicht verfälscht werden können. Aber es ist natürlich nicht so, dass ich bestimmte Assets Identitäten zuweisen kann, sondern auch ganze Geschäftsprozesse. Und das ist das, was so Neo im Prinzip bzw. Ontology im Prinzip ausmacht. Und da versucht Ontology natürlich zu punkten bei Unternehmen, um einfach Unternehmen zu helfen, ihre Anwendungen auf die Blockchain zu holen. Und jetzt stellt sich natürlich für mich als Anleger die Frage, welche Renditen sind da drinnen, wenn ich jetzt diese Ontology Coins halte? Und da verweise ich euch gleich auf meinen Bildschirm, das schauen wir uns gleich näher an. Zwischen 6% und 7% sind momentan drinnen. Und zum Vergleich, bei Neo sind es momentan zwischen 3% und 4%, mit denen ich pro Jahr rechnen kann. Wer sich für Neo im Übrigen interessiert, den möchte ich meinen Krypto-Report ans Herz legen. Also unter krypto-report.de könnt ihr euch anmelden. Wir planen für kommenden Samstag ein Special über Neo, vor allem eine Zusammenfassung über die DEFCON in Seattle und auch über das Meeting in Tokio. Also wenn ihr euch für Neo interessiert, bitte unbedingt anmelden, dann bekommt ihr unsere kostenlosen Informationen zu unserem Special. Dann kurz, bevor wir gleich auf meinen Bildschirm wechseln und uns das renditemäßig anschauen. Also es ist wie gesagt so, dass in den nächsten 18 Jahren dieses Ontology-Gas generiert wird und zusätzlich in den nächsten 3 Jahren schüttet Ontology einen Bonus von 10 Millionen Coins aus, beziehungsweise Ontology-Gas-Tokens aus, und zwar an diejenigen, an die Nodes sozusagen und an diejenigen, die Staking betreiben. Und damit ich meine Coins staken kann, brauche ich mindestens 500 Ontology. Also ich habe das schon gemacht, ich habe mir 500 Ontology besorgt und die auch schon gestaked. Und wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt gleich auf meinem Bildschirm an. So, wir sind hier schon auf meinem Bildschirm, auf der Seite des Ontology Gas Calculator. Und dieser Rechner hilft euch bei der Berechnung eurer zu erwartenden Rendite. Ich gebe hier jetzt einfach mal 500 Ontology ein, die ich halte, und lasse hier mal berechnen. Und wie ihr seht, ich kann mit 500 Ontology, die 570 US-Dollar ungefähr derzeit wert sind, mit 0,17 Ontology Gas rechnen. Und Ontology Gas wird momentan bei 0,50 bzw. 0,60 US-Dollar gehandelt. Und pro Woche sind es dann 1,2 Ontology Gas. Und pro Monat kann ich mit ungefähr 5,18 Ontology Gas rechnen. Und auf Jahressicht sind es dann 63 Ontology Gas, die ich dann erwarten kann, im Wert von 36 US-Dollar, derzeitiger Stand. Und das bedeutet eine Rendite von ungefähr 6,4%. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr diese 500 Coins staken könnt. Da könnt ihr noch zusätzliche Ontology Gas sozusagen ernten, weil ihr dann mehr oder weniger eine Gewinnbeteiligung an den Nodes habt, und das schauen wir uns jetzt gleich näher an.
So, wir sind hier schon auf einem anderen Bildschirm, auf einem anderen Rechner, auf die ich die O-Wallet, also die Ontology Desktop Wallet, installiert habe. Denn diese benötigt ihr, um einfach diese Stake zu verwalten. Und wenn ihr diese Software noch nicht habt, dann geht hier auf GitHub und installiert die aktuelle Version. Also der O-Wallet ist momentan 0.9.7. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Ihr das auf eure Festplatte runter und installiert diese, dann seid ihr auf diesem Bildschirm und ihr könnt euch dann einloggen und ihr legt euch dann eine Adresse an und ich habe das hier schon gemacht, ich habe eine Ledger Wallet und ich logge mich hier mal ein und wenn ihr euch bei Binance diese 500 Ontology Coins besorgt habt, die erscheinen dann hier und diese könnt ihr dann staken. Ich habe jetzt meine Adresse natürlich verdeckt. Und es ist halt so, wenn ihr diese Oncology Gas Coins bzw. Tokens ernten wollt, redeem, dann müsst ihr halt immer einen Eingang von Ontology verzeichnen. Also da reichen nicht diese Ontology Gas, sondern ihr müsst tatsächlich dann Ontology, also Ont Tokens auf eure Adresse schicken. Dann könnt ihr diese Ontology Gas Tokens claimen sozusagen. Also das ist ganz wichtig zu wissen. So, dann geht ihr auf Node Stake Verwalten, also dieses Node Stake Management ist für alle Node-Betreiber, die mindestens 200.000 Coins, soweit ich weiß, habe. Und das Ganze ist reduziert worden, soweit ich weiß. Aber für den Otto-Normalverbraucher reicht dieser Stake Authorization Management. Und ich gehe hier mal drauf und dann rechnet er hier schon, welche Nodes momentan zur Verfügung stehen. Das Ganze läuft dann immer wieder in Runden ab, in denen ich staken kann. Also bis die nächste Runde beginnt ab 118.000 Blöcke, wie ihr hier seht. Dann beginnt die nächste Staking-Runde, bei der ihr dann mit eurem Stake sozusagen beteiligt seid und ihr müsst halt euren Stake dann vorher zu einem Node-Betreiber zuordnen und hier momentan habt ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sozusagen Staking-Nodes und diese Staking-Nodes leiten diesen Reward sozusagen für die anderen Nutzer zu 100% weiter, zumindest die meisten. Und ein kleiner Tipp von mir, ihr schaut am besten, welcher Node noch nicht voll ist und das ist im Prinzip der Megres und dann könnt ihr euren Stake sozusagen an diesen Node-Betreiber schicken. Also ich habe hier Ledger Wallet, ihr könnt hier natürlich eine individuelle Wallet natürlich auch auswählen, je nachdem, was ihr habt. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann habt ihr hier diesen Button Submit New Stake Authorization und damit könnt ihr euren Stake von 500 Coins sozusagen andienen. Also ihr müsst halt dann diesen Button drücken und dann werdet ihr aufgefordert, Units to Stake und hier nicht bitte 500 und eingeben, sondern je nachdem, das geht immer im Slot, also ein 500 Ontology sind eine Unit, das bedeutet, ich muss hier 1 eingeben und dann drücke ich hier Submit und dann wird mein Stake an den Node-Betreiber Megres geschickt und ich bin dann bei der nächsten Runde dann sozusagen dabei. Wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr euch noch kurz hier informieren auf dieser Staking Information Seite und zwar hier stehen alle Transaktionen und welcher Block momentan bzw. Staking Runde jetzt gerade läuft. Bei mir ist es jetzt die Staking Runde 18 und diese hat gerade angefangen und wie ihr seht, ich habe meinen Stake bei Tupé hingeschickt sozusagen und ich erhalte Profits bzw. Gewinne für meine 500 Ontology Coins, die ich hier auf diesen Node sozusagen geschoben habe. Und da seht ihr schon eine Übersicht über die Consensus Node List, also über diese teilnehmenden Nodes. Und die meisten haben hier 5 Millionen Coins gestaked und
Das ist die Anzahl der Coins, die vom Nutzer bzw. von den mehreren Nutzern kommen. Und da seht ihr unten noch diese Bonus-Historie an zusätzlichen Coins pro 500 und die hier zusätzlich ausgeschüttet werden. Zum Beispiel waren es im Februar 2019 4,49 an und beziehungsweise Ontology Gas, also nicht Ontology Coins, sondern Ontology Gas habt ihr dann zusätzlich im Februar erhalten, wenn ihr jetzt bei Dubbe eure Coins gestaked habt und wenn ihr zum Beispiel bei Pekta wart, dann habt ihr 7,3 Ontology Gas erhalten und bei Megres waren es 6,7 Ontology Gas. Wie ihr gerade auf meinem Bildschirm gesehen habt, ist dieses Staking nicht allzu schwer und die Renditen sind relativ lukrativ mit 6-8%, die ihr im Jahr rechnen könnt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist der Ontology-Kurs zuletzt so stark gestiegen? Meiner Meinung nach gibt es da mehrere Gründe und dazu zählen vor allem die hochkarätigen Partnerschaften, die Ontology zuletzt abgeschlossen hat. Zum einen hat Ontology eine Partnerschaft mit Pantora TV an den Start gebracht. Also das ist eine Video-Streaming-Plattform aus Südkorea und die möchte mit Movieblock eine Filmvertriebsplattform errichten und die Ontology-Plattform bzw. Blockchain soll hier als Infrastruktur dienen für dieses neue Filmprojekt. Daneben hat Ontology-Gründer Lee Yoon bestätigt, dass man Gespräche mit Fosun geführt hat und Fosun ist ja ein größeres Konglomerat in China, die sind wirklich milliardenschwer und mit Fosun hat man sich darauf geeinigt, dass Ontology Blockchain-Tools zur Verfügung stellen wird für Fosun, damit Fosun für seine Kunden bzw. Nutzer ein Bonussystem bzw. ein Treueprogramm aufbauen kann und Fosun hat ja über 100 Millionen Nutzer und das ist dann doch ziemlich ein vielversprechendes Projekt, würde ich sagen, wenn diese Nutzer auf die Ontology-Tools natürlich zurückgreifen, dann könnte das für das ganze Ökosystem natürlich vom Vorteil dann sein. Daneben arbeitet man mit dem deutschen Chemiekonzern Lanxess zusammen, wie der Ontology-Gründer auch bestätigt hat. Und dabei geht es darum, eine Blockchain-basierte Supply Chain zu entwickeln, auf der chemische Produkte dann nachverfolgt werden können bzw. überwacht werden können. Also ihr seht schon, Ontology hat hochkarätige Partnerschaften am Start und das ist meiner Meinung nach oder das sind meiner Meinung nach die Gründe dafür, warum Ontology zuletzt so stark gelaufen sind. Und dann wären wir eigentlich schon fast beim Fazit. Also ich denke jetzt nicht, dass Ontology jetzt besser als Neo ist, sondern eben anders, vor allem sehr stark auf Unternehmensanwendungen fixiert. Und da, glaube ich, hat Ontology eine recht starke Position durch die hochkarätigen Partnerschaften, die man bereits an den Start gebracht hat. Und für mich ist Ontology ein Top-10-Projekt, das sich in den nächsten Jahren noch sehr gut entwickeln wird, meiner Meinung nach. Aber das ist nur meine private Meinung, keine Anlageempfehlung. Ich jedenfalls werde meine Ontology-Coins weiter aufstocken. Also ich habe einen Slot über 500 Ontology und werde mir hier einen zweiten Staking-Slot aufbauen und meine Coins weiter staken. Und ich denke, wie gesagt, dass sich Ontology in den nächsten Jahren gut entwickeln wird, weil diese Leute meiner Meinung nach was können. Also die Firma Onchain gehört meiner Meinung nach zu den besten Blockchain-Entwicklungsfirmen weltweit neben Blockstream. Und ich glaube, dass wir von Ontology in den nächsten Jahren noch viel hören und sehen werden. Und dann hätte mich natürlich auch eure Meinung zu diesem Thema interessiert. Also ich bin der Meinung, dass sich Ontology und Neo relativ gut ergänzen. Wie seht ihr das Ganze? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ihr könnt natürlich auch meinen Kanal abonnieren, wenn ihr wollt, und auch das Glöckchen drücken, wenn ihr wieder informiert werden wollt, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint.
Dann sage ich schon einmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Video.